Ja, so ein Handy zu haben, das ist oft sehr, sehr sinnvoll und wertvoll. Warum wurden die mal entwickelt? Na, selbstverständlich, um auf sich aufmerksam zu machen, in Situationen, wo man vielleicht Hilfe benötigt, wo man jemanden erreichen möchte oder auch einfach mal nachzuhören, ob denn beim Gegenüber alles in Ordnung ist. Nur mit der Zeit haben die Smartphones und Handys so viele Funktionen bekommen, dass man da selbst gar keinen Überblick mehr hat. Deshalb möchten wir Ihnen heute hier an dieser Stelle ein Handy zeigen, das wirklich mit den nur wichtigsten Funktionen ausgestattet wurde, die Sie benötigen. Und vor allem auch mit wichtigen Hilfen und einer ganz, ganz einfachen Anwendung bzw. Bedienung, auf die es wirklich ankommt. Und jetzt kommen wir zu dem Modell und das ist wirklich eine absolute Sensation. Und wem zu empfehlen, Andreas? Ich würde sagen, liebe Zuschauer, das ist genau das Richtige, beispielsweise für Senioren. Ein richtig tolles Handy auch für Kinder, das allererste Handy, ne? Da lernt man das Ganze so ein bisschen kennen. Und natürlich auch, wenn man im Outdoor-Bereich unterwegs ist, wenn man viel sich draußen aufhält und möchte da einfach sein teures Smartphone nicht verwenden. Aber schauen Sie mal, wir haben hier eine geniale Angelegenheit. Im Grunde ist es so, wir haben hier keine normalen Wahltasten, ne? Wie man das sonst so kennt, sondern wir haben hier Fotos hinterlegt. Das heißt, hier auf den eigentlichen Tasten, ne? Da haben wir wirklich wunderbar hier die Fotos jetzt hier von den Kollegen drauf gemacht. Und wenn wir hier dann drauf drücken, liebe Zuschauer, dann wird automatisch die Person hier angerufen, jetzt beispielsweise der Kollege Ralf Jansen, ne? Oder haben wir hier auch die Kati, hier unten haben wir übrigens die Vivian, ne? Und da die Ann-Kathrin. Das heißt, wenn wir hier jetzt drücken, liebe Zuschauer, dann werden hier die Nummern angewählt. Das heißt, man muss gar nicht mehr die Telefonnummer eingeben. Das ist eine herrliche Erleichterung. Gerade wenn Sie jetzt zum Beispiel an die Großeltern denken, die möglicherweise nicht mehr ganz so gut sehen oder na, und auch Probleme haben mit diesen modernen Geräten. Das fällt hier alles weg, weil wir haben nicht nur diese kinderleichte Bedienung der Nummernwahl, dass wir einfach nur auf das jeweilige Bild klicken oder drücken, sondern wir haben auch grundsätzlich eine ganz, ganz schlanke Menüstruktur. Das heißt, hier ist wirklich nur alles das drin, was man für ein Handy braucht, beispielsweise auch für den SMS-Empfang. Wir können das Ganze hier mal durchgehen. Schön groß auch. Das ist wirklich richtig groß gemacht, das Display, ne? Das heißt, man sieht auch wirklich alles gut und man sieht jetzt auch hier, wenn ich das bediene, das ist wirklich hier kinderleicht. Wir haben natürlich so Funktionen, liebe Zuschauer, da ist ein Radio mit drin, ne? FM-Radio. Das Ganze kann hier dank Bluetooth mit einer Freisprechanlage gekoppelt werden, auch das ist möglich. Aber grundsätzlich haben wir hier wirklich nur die wichtigsten Telefonfunktionen, die man braucht. Das heißt, es ist wirklich, auch was die Akkulaufzeit dadurch angeht, extrem sparsam, extrem langlebig. Und es ist auch so von der Handhabung, schauen Sie mal, ein extrem schlankes Telefon, ne, ist auch extrem leicht. Und wir haben eine Sonderfunktion, zu der kommen wir jetzt. Und die halte ich auch für ganz wichtig, Vivian, denn wir haben hier hinten unsere SOS-Taste. Mit der SOS-Taste werden automatisch 5 vorher festgelegte Nummern angerufen. So, ne? Das heißt, wenn ich in einer Notsituation bin, dann schiebe ich hier einfach die Taste nach oben, dann werden diese Nummern benachrichtigt. Wenn jetzt, liebe Zuschauer, das ist ganz interessant, nicht innerhalb einer Minute einer dieser Telefonnummern, die angerufen wurden, reagiert, wird automatisch der Notruf 112 gewählt. Ja. Das ist hier der sogenannte Garantruf, liebe Zuschauer. Heißt, hier haben Sie auf jeden Fall so ein Sicherheitsfeature, wirklich für jeden, wo man sagen muss, das ist genial. Ne? Denn oftmals hat man dann in einer Notsituation gar nicht mehr die Möglichkeit, dass man hier im Telefonbuch eine Nummer sucht, ne? Oder dass man eben hier eine Nummer mit der Hand eingibt, sondern man schiebt dann einfach hier diesen Regler nach oben und dann wird der Notruf ausgelöst. Und das Ganze kann ich jetzt auch mal vormachen. Ja, ich schiebe den Regler jetzt nach oben hier. Ah, ich hoffe, man hat das gehört, ne? Der Notruf wurde ausgelöst. Also hier für 35,10 Euro bitte gleich zugreifen. Das ist ein zertifiziertes Produkt für Senioren, hier auch aus dem deutschen Seniorenportal zertifiziert und für Sie gleich zu bestellen mit der PX2444 ja. Und der 569. Ein Handy nur mit den wichtigsten Funktionen, einfach zu bedienen und vor allem im Fall der Fälle des heißen Sommers bei Kreislaufproblemen super einfach hier auch zum Notfallhandy mit dem Garantruf Premium ausgelöst, was Ihnen und den Liebsten Sicherheit bietet. Deshalb gleich bestellen.